Hi-ho und willkommen zu meinem Video. Ja, heute möchte ich über Cornetto reden oder auch über andere Eissorten. Als ich ein Kind war, habe ich Cornetto so geliebt. Und jetzt habe ich Cornetto gegessen und es hat nicht mehr gleich geschmeckt wie damals. Es schmeckt noch, aber nicht mehr so wie damals. Und dann habe ich als Kind auch geliebt. Also ich war so der totale, ich mochte entweder nur Cornetto oder Wassereis, also so diese Fruchtsafteissorten. Und davon mochte ich am liebsten entweder Calippo, also das Cola-Eis. Toll, toll, sehr toller Satz, Fruchteissorten. Und dann kommt es ja schon mit Cola. Cola ist keine Frucht, das fällt mir gerade so auf. Oder die Orange. Oder eben Kaktuseis. Und dann habe ich so als Kind immer gedacht, das gibt es ja nur von Langnese. Sonst gibt es das nicht. Wo soll es das sonst noch geben? Und jetzt habe ich bei Gut und Günstig oder besser gesagt auch bei anderen Eigenmarken entdeckt, da gibt es auch dieses Eis. Und ich bin so begeistert. Also es schmeckt wirklich, es schmeckt besser zum Teil als die Originalvarianten. Und es ist echt schön, einfach weil sie günstiger sind. Und zwar sind sie zum Teil kleiner, also von der Füllmenge, aber das finde ich macht mir jetzt persönlich nichts aus. Nö. Gar nicht. Das ist mir so richtig egal diesbezüglich. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Eissorten ihr gerne gemocht habt. So, jetzt haben wir den Satz. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.